Aber gegen was? Das gehört Kate. Nein, im Moment sehe ich keinen Grund dafür. Kaum zu glauben. Ist hier vielleicht irgendwas, was wir brauchen können? Eine Plüschseekuh. Einem Kind, das... Ich bin doch nicht... Nein. Hier ist aber nichts, was wir irgendwie mitnehmen könnten. Nein. 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 Ich glaube, die anderen übertreiben, wenn sie sagen, er sei ein unruhiges Kind. Er sitzt da doch ganz ruhig. Ah, da vorne hat er noch was. Was ist das denn? Ich kann den Bildschirm nicht sehen, aber den schlichten Geräuschen nach muss das Spiel ziemlich alt sein. Ich versuche es nochmal. Warum sagst du nichts? Wetten, du bist Bauchredner, wenn du erwachsen bist, wenn du die Mutter oder dein Vater. Warum sagst du nichts? Hat dir jemand die Zunge abgebissen? Ich werde daraus nicht schlau. Was hätte ich jetzt mal gesagt, dass das Nein heißt? Dein Vater hat erklärt, dass du ein kleines Monster bist. Heißt so viel wie ja? Nein, das macht ihm sogar Spaß. Upsala. Ja, das heißt so viel wie er kennt sich sehr gut aus. Hast du dich irgendwann in das Camp hineingeschlichen? Hast du dich irgendwann in das Camp hineingeschlichen? Das hört sich doch gut an. Bah, was für ein Unsinn rede ich denn da? Wetten, du wirst Bauchredner, wenn du erwachsen bist? Ach nein, das ist ja genau umgekehrt. Der, der redet, ist der Mensch, nicht die Puppe. Wen hast du lieber, deinen Vater oder deine Mutter? Klar. Da dein Vater massiv einen an der Waffel hat, das ist reine Zeitverschwendung. Ich gehe lieber. Was könnten wir denn da machen? Vielleicht können wir ihm das Bild geben. Warum sollte ich das tun? Vielleicht können wir ja Kay irgendwie das Bild geben oder irgendwas anderes. Kaum zu glauben, dass der Junge, der die erschaffen hat, das Ungeheuer in der Hütte ist. Nein, ich möchte nicht, dass er eifersüchtig wird. Ja, wozu brauchen wir dann das Bild? Damit würde ich gar nichts erreichen. Damit würde ich gar nichts erreichen. Gut, also irgendwie kommen wir jetzt hier auch nicht weiter. Am Strand haben wir aber auch nichts mehr. Besser, ich störe ihn nicht. Ich möchte nicht plötzlich ohne Motorboot dastehen. Gut, also das auch nicht. Der ist wirklich praktisch veranlagt, dieser Joshua. Ich nehme Joshua doch nicht die Werbung weg. Ich repariere, was sie wegwerfen würden. Gut und preiswert. Nein, ich respektiere Fremdwerbung. Kann man erfahren, was du gerade so tust, Joshua? Ich versuche, etwas Geld zu organisieren, weil ich langsam Hunger kriege und keinen Cent bei mir habe. Das nächste Mal, wenn Alpha mich schickt, um die Welt zu retten, soll er mir ein Fresspaket mit Kartoffelsalat und Würstchen vorbereiten, sonst spiele ich nicht mit. Rühr dich bitte nicht von der Stelle. Es würde mich nicht wundern, wenn wir fliehen müssten. Mach dir keine Sorgen, ich kann ganz schön schnell flitzen, wenn ich vor etwas weglaufen muss. Also müssten wir ihm eventuell vielleicht noch was zu essen bringen. Brian Lügner! Erzähl, Kaimi. Ich drehe mal. Bis bald. Also, da haben wir auch nichts Neues mit dabei? Er ist traditionellen hawaiianischen Skulpturen nachempfunden. Nein,
Auch nicht, wenn sie an weniger unanständiger Stelle aufbewahrt würden. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Ich weiß nicht, wozu ein präparierter Fisch gut sein soll, auch wenn er ein Schwert hat. Mark! Brian Lügner! Nein, danke. Ah! Brian! Gut, also hier haben wir nichts. Dann gucken wir hier nochmal. Wenn die nicht wirklich fest in den Scheren der Krabbe sitzt, werde ich vom Scherbenregen gespickt. Man kann... Ich versuche nicht nochmal zu stolpern. Findet ihr jetzt noch was? Das wäre ziemlich hilfreich. Weil jetzt abgesehen vom Sandsack, den ich auf den Kopf bekommen habe, ist der Raum leerer als O'Connors Gehirn. Das ist schlecht. Also langsam habe ich nämlich keine Ahnung mehr, was wir jetzt noch hier machen könnten. Gut, im Seafood Kahuna sind wir nicht gewesen. Das ist auch abgeschlossen. Da werden wir höchstwahrscheinlich auch nicht reinkommen. Und genauso sieht es fürs Visitor Center aus. Deswegen macht es vielleicht wenig Sinn, hier irgendwas zu ändern. Und ansonsten Lokalanis Place und die Bar können wir nicht abschalten. Und den Bucking Bronco brauchen wir auch nicht. Also können wir hier nicht viel ändern. Vielleicht ist ja hier noch was drin? In Ordnung. Ich untersuche ihn nochmal. Nichts Interessantes. Ich komme nicht rein. Es ist abgeschlossen. Vielleicht können wir ja ins Touristenbüro gehen. Da waren wir bis jetzt noch nicht. Dass er da nicht schneller laufen kann. Ich komme da einfach nicht rein. Die Tür ist mit mehreren Ketten und Schlössern gesichert. Gut, also dann ist das auch nichts. Ich will ja nicht angeben, aber ich glaube, ich sehe darauf ziemlich gut aus. Ich will... Was machen wir denn aber jetzt mit dem Rest? Vielleicht können wir ja mit dem Soldaten nochmal sprechen. Soldat O'Connor? Ja, Sir! Ja! Bringen Sie mich ins Camp, jawohl. Bring mich bitte ins Camp. Zum Teufel, Sir! Das kann ich nicht! Die Leute würden sich wundern, wenn sie einen Zivilisten herumspionieren sehen. Irgendjemand würde sie entdecken und ihre Pläne wären zunichte, Sir! Ja, das stimmt. Dass sie mich erkennen könnten, ist allein mein Problem. Man hat mir erklärt, niemand würde mich behelligen, wenn ich mit Soldat O'Connor reinkäme. Man hat mir erklärt, niemand würde mich behelligen, wenn ich mit Soldat O'Connor reinkäme. Sir, ja, Sir! Nur Professor François Pignon ist ermächtigt, das Camp mit mir zu betreten, Sir. Wer ist Professor Pignon? Wer ist Professor Pignon? Ich habe ihn noch nie gesehen, Sir. Ich habe nur den Befehl, ihn ins Camp zu bringen, sobald er hier ankommt. Und ich muss ihm zu Diensten sein, solange er sich auf der Insel aufhält, Sir. Ach ja, man hat mir ein Foto gegeben. Sehen Sie? Welcher ist er? Der mit den dichten Augenbrauen und der Warze? Nein, Sir. Der alte Herr ist Professor James Simon. Ein netter Herr. Er wurde vor ungefähr einem Jahr pensioniert. Das heißt, Pignon ist jung? Sie sind ein Fuchs, Sir. Ich hätte es nie im Leben erraten. Das nenne ich jetzt mal Ironie. Hast du mal daran gedacht, dass ich dich ausliefern kann, weil du vertrauliche Informationen weitergibst? Hast du mal daran gedacht, dass ich dich ausliefern kann, weil du vertrauliche Informationen weitergibst? Sie bringen mich in Verlegenheit, Sir. So oder so bin ich dran. Egal, ob ich die Wahrheit sage oder lüge. Ich bin ein einfacher Soldat und kann nicht mit Ihrer teuflischen West Point-Logik konkurrieren, Sir. Das stimmt wohl. Weißt du, wie er ankommen wird? Ich würde sagen, müde, Sir. Ich meinte... Welche Transportmittel er benutzen wird? Ich weiß es nicht, Sir. Aber ganz gleich, ob er per Flugzeug oder per Schiff ankommt, Sie müssen zugeben, dass er müde sein wird, Sir.
Vor allem, wenn er schwimmend ankommt, Sir. Reden wir über was anderes. Wie Sie befehlen, Sir. Sehr schön. Wir schicken ihn jetzt am besten wohl nochmal auf den Baum. Vielleicht können wir uns dann das Buch hier mitnehmen. Weil dann wüssten wir auch schon mal, mit welcher Software wir uns Brian entsprechend anschminken lassen könnten. Besteig doch bitte den Baum nochmal. Ich dachte, meine Vorführung eben hätte Ihnen gereicht, Sir. Vorher... Zack, zack, zack. Nicht viel reden. Zumal es der gleiche Text ist wie vorhin. Und jetzt können wir uns auch endlich das Buch mitnehmen.